Ja, ich bin schon wieder fit. Ja, unglaublich. Ist das schön. Ich habe hier gerade auf N24, ja, da bringen sie mal ausnahmsweise, so wie ich das ja eigentlich denke, ja, über die Atombombe im Bericht, ja, voll geil. Klaus Fuchs ist für mich der Retter der Menschheit. Warum ist er das? Weil er die Atombombenpläne an die UdSSR, also an Stalin vermacht hat, ja, so dass Amerika nicht alleine im Besitz der Atombombe bleiben kann. Ja, also deswegen ist der für mich fast ein Heiliger. Ja, wobei ich ja Waffen ablehne. Ne? Also, müsst ihr ja wissen, Waffen zu bauen ist schwachsinnig. Ja. Ich denke auch, Atomenergie, solange sie nicht beherrschbar ist, ist schwachsinnig. Ja. Warum? Ja, ganz einfach, weil zu viel Schaden entstehen kann. Ne? Man hat hier in dem Interview ganz deutlich gesehen, wie arm der Oppenheimer, ja, ist, ja, als er gemerkt hat, was er da erfunden hat. Ja, zusammen mit Klaus Fuchs und den anderen. Ne? Ja, also das ist echt der Hammer. Ja, ich möchte nicht in den seiner Haut stecken. Natürlich, ja, also zu Zerstörer der Welten hat er sich genannt. Da hat er ja nie Unrecht, ne? Ich meine, wer ja, hat ja fast geklappt, ja? Wenn man jetzt an Kuba denkt und so, ja, und ach, überhaupt, ja. Eigentlich schon seit den 30er Jahren war immer ein Glücksfall, dass nicht mehr passiert ist, ja? Wirklich ein Glücksfall, denn die Deutschen hatten ja auch schon, standen auch schon kurz vor dem Bau der Atombombe. Ich sage ja, der Klaus Fuchs, der Kommunist gewesen ist, ja, und mit Stalin sehr verbunden, ja, ich meine, der hat das jetzt nicht nur aus Idealismus getan, ist doch klar, ja, sondern aus seiner Überzeugung heraus, Kommunist sein zu müssen, zu wollen, was nicht geht, ja. Das kommt, wisst ihr, das kommt davon, wenn man nicht bei sich ist, ja. Ja, wenn man Geltung mehr gelten lässt als, also wenn man der Geltung, also wenn man der Sucht nach Geltung mehr Raum einräumt, ja, als es notwendig ist, ja. Und der Mensch ist eben dazu leider veranlagt, das sehe ich ja an mir, an meiner Geltungssucht, ja. Denn ihr könnt ja auch sagen, ach, leck mich doch alle am Arsch, machen wir das jetzt hier mal auf ganz locker alles. Nee, mache ich nicht. Ja, warum mache ich nicht? Weil ich nicht will. Ja, ich mache es so, weil ich schade käme. Ja. Und wenn ich jemand schade, dann soll ich dem schaden. Ja, also, nicht? Ja, also ich weiß ja natürlich, vom Jobcenter, ob das nun Herr Borg ist oder Frau Stellmacher oder Frau Richter, denen sind ja auch die Hände gebunden, ja. Die können ja nur das machen, was ihnen möglich ist, ja. Und das ist auch nicht allzu viel, wie man sieht, ja. Sehe ich ja jetzt ganz deutlich, ja. Also, ist aber schon längst eingeplant. Ja? Warum ist es eingeplant? Ich muss doch immer alles planen. Ja, als ich dazu mal diese Leidi-Sache mit der Selbstständigkeit versucht habe, ja? Wo ich versucht habe, GmbH-Handel zu betreiben, ja? Was nicht gelungen ist, ne? Ja, weil ich ja kein Kaufmann bin. Ganz deutlich, bin ich nicht. Ja, man sieht's, ich kann ja noch nicht mal mit meinem bisschen Geld, komm ja noch nicht mal mit dem bisschen Geld zurecht. Ja, bis jetzt, aber das übe ich ja jetzt und das wird auch klappen. Ja. Und eins ist sicher, ja, ich mache keine Arbeiten mehr, wo ich weiß, dass ich krank werde. Also krank in Anführungsstriche. Ja, Krankheit, sowas gibt es nicht. Ja, da bin ich auf dem Weg, euch das zu beweisen, für den, der das gerne möchte. Also, der kann sich das selber beweisen, ja, weil nur so geht das, ja. Ich kann höchstens sagen, du musst dir selber vertrauen. Nach dir suchen. Das kann ich dir sagen, ja. Weil, wer es sich hat,
Ja, und wer sich gefunden hat, der hat keine Probleme mehr. Ne? Ich habe die Probleme nur deshalb, ja, weil ich sie mir so ausgesucht habe und weil ich dachte, ich würde so am besten fahren. Ja, und wie sich rausstellt, ist es Tatsache so. Ja, das ist der Hammer. Ja, ich mache alles richtig. Ja. Und das werde ich auch beweisen, nicht? Ich muss ja warten, bis ich erstmal in diese Position komme, ja? Nicht, dass ich also machen und tun kann, was ich will, weil mit der Psyche kann man alles, ja, erklären. Ja, es sind zwei, nicht? Eins ist jedenfalls sicher, ja. Ich habe so lange mitgemacht, bis es nicht mehr ging. Ja? Und das ist schon ein paar Jahre her, ja? Ja? Wo ich damit aufgehört habe, mir selber zu schaden. Ja? Wenn jetzt aber andere kommen und zu mir sagen, ich soll das und das machen und ich weiß schon vorher, dass mir das schadet, ja, und ich muss aber den Gesetzen folgen, ja, also muss ich, bin ich gezwungen, mich doch zu wehren. Das ist doch ganz normal. Das würde doch jeder normale Mensch würde das tun. Und eins ist doch wohl sicher. Meine Anliegen sind doch nicht kriminell. Ja? Ich tue doch keinem was. Ja, wer zu mir korrekt ist, zu dem bin ich das doch auch. Ja? Oh. Das ist doch nun mal so, ja. Und das habt ihr doch nun, ich meine, das habt ihr doch nun lange genug getestet, da speziell das Jobcenter und auch Herr Borg. Ja, Sie kennen mich doch schon fast aus dem FF, ja. Ja, jedenfalls das, was ich Ihnen bisher gezeigt habe, ist ja noch nicht alle, das ist doch wohl klar. Ja, ich zeige doch keinem alle. Ich habe auch dem Dr. Winterhalter nicht alle gezeigt. Ja, bei dem ich in Untersuchung war, ja. Da ging es ja schließlich da um 5. Ihr müsstet doch mal so sehen. Wenn es um meine Existenz geht, ja, und hier geht es nun mal um meine Existenz, ja, dann bin ich gezwungen, mich zu wehren, wenn ihr mich angreift. Und ihr greift mich immer noch an. Ja, das sehe ich daran, was er mir jetzt wieder vermittelt hat. Ja, also, das ist die Härte irgendwo. Ich weiß jetzt schon, dass es schief geht. Ich habe es euch auch jetzt gesagt. Ja, mehr kann ich nicht tun. Ja. Und jetzt müssen wir mal sehen. Ich probiere das aus. Ja, ob es geht. Aber da ich das ja schon ein paar Mal ausprobiert habe, ja. Was soll ich sagen? Ja, man könnte das eigentlich nachlesen im Computer, ja, wenn man sich die Mühe machen würde. Und dann könnte man feststellen, ja, das stimmt, was der Bienenstein da sagt. Der hat Tatsache das schon ein paar Mal probiert. Ja, und jedes Mal habe ich vorher gesagt, lass das, es kann nicht gut gehen. Warum kann es nicht gut gehen? Naja, weil es nicht meinem Ziel entspricht. Ne? Was ich immer ganz klar formuliert habe. Ja, also gut, ich habe zuerst gesagt, ich will zurück zur BVE. Ja, dann habt ihr gesagt, hast du einen Knall, du kriegst nur das, was wir wollen, dass du kriegst. So, dann, gut, ein paar Jahre später habe ich dann gesagt, okay, ich will Busfahrer werden, jetzt kann ich das. Ja, da konnte ich das noch nicht. Ja, aber hat ja auch nicht geklappt bis jetzt, sage ich mal, ist ja auch gut so. Ja. Hab eine Stelle gegen. Ja. Ich sag schon euch Bescheid, wenn ich's kann. Der Fall ist nämlich jetzt eingetreten. Ja. Jetzt könnte ich das und darf es nicht beweisen. Genauso wie mit dem Schulleiter, der mit mir nie reden will. Ja. Jetzt habe ich einen neuen Schulleiter, der mit dem habe ich ja nichts zu tun, sag ich mal. Ich habe ja mit dem Hausmeister zu tun. Und das passt mir jetzt auch nicht. Ja, ist ganz ehrlich. Warum soll. Das kann mir ja nicht passen, Mann. Ja, wenn man daran denkt, dass ich Verkehrsmeister werden will, wie soll mir das dann da passen? Das würde jeder Psychologe bestätigen. Jeder. Ja? Und ich sag ja, ich mache das jetzt erstmal, weil ich ja auch das Geld brauche. Ja? Aber
Auch auf das Geld werde ich verzichten, wenn ich merke, es macht mich krank. Ja? Krankheit in Anführungsstrichen. Ja? Ja, weil ich halte nicht von Krankheiten. Ja, und deswegen sehe ich mich davor, deswegen sehe ich mich, muss ich das hier alles machen, um das zu dokumentieren, dass man nachher, dass ich wenigstens für mich das sehen kann, ich habe richtig gehandelt. Ja, weil die anderen denken, ist mir scheiße, ja, Mann, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Hier jetzt nur um mich und um meine Existenz und um nichts anderes geht das hier. Ja, das ist nochmal ein Appell. Ja, an die Vernunft der Menschen, mit denen ich zu tun habe. Die sollen bei mir bitte mal richtig gucken, wenn sie was entscheiden, ja, wo ich keinen Einfluss drauf haben darf. Ja? Ja, ich kann, weiß nicht, da kommt schon wieder die Wut in mir hoch, ja, die ich gerade bekämpft hatte, ja, und die schon fast weg war. Ja, weil mit Wut lässt sich ja auch nichts machen. Ja, ist nun mal so. Ja. Aber eins ist sicher, also das da mit der Schule, das geht mir so auf den Keks jetzt. Ja, ich könnte, wenn ich in einer, ich sag ja, wenn ich ein gewaltbereiter Mensch wäre, ja, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ja, jetzt. Ja. Ja, aber Gott sei Dank will ich das nicht. Ich kann mich noch so an eine Geschichte erinnern, die war echt komisch, ja. Ich bin sehr glücklich darüber, dass die so verlaufen ist, ja. Und zwar ist das folgende. Also, wenn ich jemanden suche, egal wen, dann finde ich den, ja. Das ist voll geil. Immer. Aber jetzt passt auf, ja. Tatsächlich ist mir das mal passiert, dass ich jemand umbringen wollte, nämlich meine süße Frau, die ich heiraten wollte, die Barbara, ja, die wollte ich ja heiraten. Und auf einmal, nachdem die ja dann abgehauen ist, was ich immer wusste, ich habe mir immer die Vorstellung gehabt, wenn die mit dem Beruf fertig ausgelernt hat, dann haut die ab. Und so war es auch. Die hat kaum ausgelernt, weg war sie. Da war ich noch bei der BVE, ich war ja noch bis 1990, das war 1989, ja. Und 1990 bin ich ja erst bei der BVE rausgeflogen, also ein Dreivierteljahr später oder so. Ja. Ich weiß das jetzt nicht, ist doch scheiße, ja, spielt ja keine Rolle. Ja. Jetzt weiß ich wieder ja nicht, was ich sagen wollte. Ja. Ich spiele schon wieder durcheinander. Ja. Ach, Mist. 13 Minuten. Na, ich hoffe, es fällt mir gleich wieder ein. Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, jetzt bin ich zurück zur BVE, das weiß ich. Ja, und also nee, muss auch nicht sein, Mann. Ja, es muss aber irgendwas sein, was vergleichbar. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Es geht hauptsächlich darum, dass ich ja jahrelang nicht das machen. Also für mich geht es hauptsächlich um eins. Ja? Zu beweisen, dass ich gesund bin, ja, und dass ich lernfähig bin, ja, auch jetzt noch, ja, und deswegen mache ich diesen Quatsch hier alles, ja, mein Leben lang schon, weil mir immer einer unterkommt und sagt, ich wäre krank. Das ist voll geil, ja, langsam geht mir das so auf den Sack. Ja, dass ich für krank gehalten werde, wobei ich der Gesündeste von allen bin, Mann. Ja, keiner kann gesünder sein als ich. Ja, warum? Das beweist mein Leben, Mann. Mein Leben tut es beweisen, dass ich der Gesündeste von allen bin. Ihr dürft doch nicht eins vergessen, ich mach doch das alles mit Absicht. Seitdem ich auf der Welt bin. Ja, ich wusste nur nicht, dass es Tatsache so ist, aber das ist so. Mein Leben läuft genauso, wie es soll. Ja, und ich soll mir jetzt auch nicht mehr fallen lassen. Ja, und das werde ich jetzt auch machen. Ja? Ist ja klar, dass die Jobs, also hier, die Leute, die können das ja nicht entscheiden. Das hat ja mit der Züge, bla, 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 weiß ich alles. Ja, Kinder, hört oft damit, haltet mich doch nicht immer für blöde Mensch. Ja, was soll denn?
das wird langweilig auf die Dauer. Ihr verschwendet dem Staat sein Geld, Mann. Wenn man mir eine vernünftige Arbeit anbieten würde, dann wäre ich schon längst weg. Ja, hört auf damit. Ja, das weiß ich, wie oft ihr Geld investiert habt, wo ich vorher gesagt habe, es bringt nichts. Jetzt macht ihr wieder sowas. Was soll denn das? Das bringt doch nichts. Macht doch mal irgendwas, dass ich entweder von wegkomme vom Hartz IV. Ja? Das wäre doch mal vernünftig. Und vernünftig ist, mich bei der BVE unterzubringen. Warum ist das vernünftig? Ja? Weil ich da schon war. Zweitens, weil ich mich mittlerweile sehr gut auskenne. Drittens, weil ich all diese Fähigkeiten jetzt besitze. Ja? Auch die eines Verkehrsmeisters. Ja? Nicht wahr? Das ist einfach so. Ja? Und das wisst ihr, ja, das habt ihr lange genug mit mir getestet, ja. Also hört auf damit, Zeit zu verschwenden und das Geld vom Steuerzahler. Lasst es endlich sein, ja. Kann nicht wahr sein, was ihr hier da verschwendet. Nur für mich, ich kann mich daran erinnern, im Internationalen Bund, ja. Voll geile Sache ist das, ja. Aber, das wollte ich ja auch nicht machen, Holzwerkstatt, ja? Da bin ich ja dann auch körperlich krank geworden. Da war ich das, da, geil. Das ist ja noch dokumentarisch, das kann man noch nachlesen, das ist noch nicht gelöscht, das sind noch keine 10 Jahre rum. Da könnt ihr noch mal kicken, im Computer, ja? Im PC, wenn ihr wollt, ja? So, und da steht drinne, dass ich wegen Krankheit ausgeschieden bin. Ja? Warum? Naja, weil ich von Anfang an wusste, dass mich das da krank machen würde, dass ich da so lange durchgehalten habe. Da hab ich gestaunt. Ja? Aber das heißt doch nicht, dass ich das ewig mache. Ja? Was glaubt ihr denn, mit wem ihr das hier zu tun habt? Mit einem Blöden? Mit jemand, der überhaupt nie nachdenken kann? Ich kann das ja wohl und das werde ich euch beweisen. Wenn ihr nicht wollt, wie ich will, muss ich mich wehren. Ist doch so. Macht doch lieber das, was ich will und dann ist es doch schön. Ich will weg vom Hartz IV. Angeblich wollt ihr mich loswerden, aber doch nicht so. So werdet ihr mich doch nie los. Wenn ihr mir so eine Scheiße an die Backe klebt, Mann, wie jetzt schon wieder da. Kann jeder Psychologe bestätigen, dass das nicht wird. Ja? Ihr müsst wieder erstmal, ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich finde das langsam lächerlich, ganz ehrlich. Ja? Je mehr ich darüber nachdenke, desto blöder finde ich die Situation und desto lächerlicher. Also ich muss echt sagen, ihr seht, nicht ihr habt die Waffen, ich hab die. Ja. Nicht? Wozu habe ich denn den ganzen Quatsch die letzten Jahre gemacht? Naja, um an diese Stelle zu kommen, dass ich sagen kann, also, ja, die wollen mich nicht. Die wollen partout immer wieder, dass ich scheitere. Ich sage Ihnen, warum ich scheitern werde. Sie glauben es nicht. Sie glauben mir noch nicht mal, dass ich krank werde. Obwohl sie schon wissen, dass ich krank werde, wenn ich was mache, wo sich alle die in mir wehrt. Ja? Dann werde ich krank, in Anführungsstriche. Ja, weil Krankheit existiert nicht. Ich bin nun nicht in der Lage, die zu verhindern, solange ich so eine Umstände habe. Wie ich gerade habe. Ja? Und da ich hier um meine Existenz geht, muss ich aufpassen, dass ich nicht krank werde. Ja? Also in Anführungsstrichen. Ja? So. Ja, das, geil. Ja, ich hoffe, ihr versteht das langsam. Also für mich ist das hier sehr wichtig. Egal, wer sich das angibt oder nicht angibt, spielt gar keine Geige. Aber irgendjemand wird dieses alles verstehen. Ja? Und dann reicht es. Dann habe ich das alles nicht umsonst gemacht. Darauf kommt es an. Ja? Und nicht weiter. Ja? Ich will nur eins. Ja? Alles will ich. Und ich kriege auch alles. Ich werde es euch beweisen. Ja? Ob ihr das nun glaubt oder nicht. Ja?
Ist mir scheißegal mittlerweile. Ich bin schon wieder sauer. Ja, ja, weil es mir auf den Sack geht, Mann. Wie ist mein Leben lang habe ich mit die Psycho-Heinis zu tun, ja, die mir alles einreden wollen. Ich muss Tabletten fressen, um zu lernen. Ich muss das, ich muss dies, ich muss jenes. Hört doch mal auf damit. Ich habe euch an der Nase rumgeführt. Alle Mann. Ja, und ihr habt das noch nicht mal gemerkt, Mann. Ja. Nicht? Was seid ihr denn für Heinis? Ihr habt das studiert, Mann, ja, und kommt überhaupt nicht klar damit. Ja? Nicht? Ja. Ja, da kann ich nur lachen drüber. Ja, und das werde ich jetzt nun beweisen müssen, ne? Dass bei mir, dass ich erstens mal harmlos bin. Zweitens, ich bin immer nett. Ja, solange man zu mir nett ist, bin ich das auch. Ja, also da habe ich gar kein Problem mehr mit, Mann. Ja, nicht, Herr Spezialist? Ja? Ja? Ich hoffe, wir können uns einigen wegen der Tablettenfresserei. Ne? Da werden wir mal sehen, ob ich die nehmen will. Ja? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja? Naja, wie auch immer, das war jetzt ein kleiner Rundumschlag. Ja, der musste sein. Ich bin ja schon wieder fit wie ein Turnschuh. Ja, muss man sich mal überlegen nach einer Stunde Schlaf. Ja? Herr Borg, können Sie das auch? Ja, Alter Borg, Sie brauchen Urlaub, ich nicht. Mein Leben ist Urlaub. Ich werde es Ihnen beweisen. Ja? Das beweise ich Ihnen. Montag geht der Tanz erst richtig los. Da können Sie mir glauben. Ja? Was meinen Sie? Was ich alles schon jetzt im Kopf habe, wie ich mich wehren kann, haben Sie keine Ahnung von. Ist so geil. Ja? Ich meine, das könnte mir ja auch gefallen, aber das glaube ich eben nicht. Wa? Ich glaube eher, dass ich da auch körperlich krank werden könnte und wenn sich das rausstellt, ja, weil erst wird man ja körperlich krank, dann seelisch, ja, seelisch habt ihr nie geschafft, könnt ihr nicht, also wollt ihr ja auch nicht, das weiß ich ja, das hat ja selbst verursacht, ja. Aber nun leide ich nicht mehr an meine Seele ist korrekt, ja. Und damit ist der Spaß jetzt vorbei. Ne? Nur wird zurückgehauen. Ne? Das mache ich ja schon seit einer, ich weiß nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr das nicht glauben wollt. Ich erzähle das schon seit dem 6. Mai 1990. Jetzt komme ich. Ihr glaubt das einfach nicht, oder? Ich finde das so geil. Naja, gut. Auch ihr werdet das lernen müssen, dass ich der Chef bin. Ja? Jetzt kann kein anderer nehmen. Ja? Das ist nun mal so. Ja? Und da ihr das nicht glauben wollt, muss ich euch das beweisen. Ja? Allen Schulleitern, allen Präsidenten, ja? Allen, die sich für was halten, ja? Beweise ich, dass ich ihr Chef bin. Glaubt ihr nicht, oder? Mach ich. Weil, warum? Weil ich weiß, dass ich nicht der Chef bin. Kann ich mir das erlauben, euch zu beweisen, dass ich der Chef bin? Okay, ciao.